Kurzer Zwischenstopp gerade. Unser Fahrer hat uns gerade angeboten, hier speziellen Kaffee auszuprobieren. Und ja, haben wir nicht nein gesagt, ne? How does it work? Malinesischer Chili wird für die Medizin verwendet, habe ich gerade erfahren. Und nicht zum Essen oder zum Kochen. Wow. Ich will Zitrone. Lemongrass. And then you need to dry them, right? Mm-hmm. Oh, okay. Das sind die Kaffeepflanzen. Richtig interessant. Ah, das sind die Pflanzen. And we also have Bali coffee. This is Bali coffee. Yeah, it's the local one. Der Bali coffee. Also very high. Yes. Ah, you stick it and then it comes down? Ah, okay. And we also have the chocolate, cocoa fruit. Oh, so chocolate like, Also die Bohnen kriegt man runter, wenn man gegen den Baum haut. Fallen die runter. So erntet man die. Voll geil, ne? Mega. Voll interessant. One Luwak big house. You know how to say it's like. Also, das ist der berühmte Katzenkacke-Café. Das Tier da heißt Lua. Und dadurch, dass er es verdauen, kriegt der Kaffee halt ein bisschen weniger Koffein. Und dann schmeckt der Kaffee halt ein bisschen süßer. Ich habe davon halt schon vorher gehört und ich dachte, das ist halt Katzenkacke. Ist es auch, also es gehört zur Familie der Katzen. Aber ich dachte halt, das sind so wirklich Katzen, aber das sieht halt gar nicht aus wie eine Katze. Und die Qualität vom Kaffee ist auch abhängig davon, wie gestresst das Tier ist. Also wenn es halt sehr gestresst wird und immer wieder essen soll und neuen Kaffee produzieren soll, dann wird die Qualität schlechter und deswegen ist es besser, wenn man das Tier schön relaxed lässt und gechillt lässt, dann steigt die Qualität. This is the dropping from the animal. This is the poop camp. Das ist jetzt hier die Katzenkacke. Also das sind die Kaffeebohnen. Dann werden die getrocknet. Dann gerostet, geröstet und dann werden die hier gemahlen. Erstmal hier Zimtpflanze. Riecht einfach richtig krass auch nach Zimt. Also es war jetzt mega spontan hier. Der Fahrer sollte uns eigentlich nur von unserer Unterkunft nach Ubud bringen. Und dann meinte er unterwegs, yo, wollt ihr mal traditionellen Kaffee trinken? Mal ja gesagt. Und jetzt sind wir hier in diesem, ja, in diesem Ort hier. Wir haben jetzt hier verschiedene Teesorten. Und dann haben wir hier nochmal verschiedenen Kaffee. Peanut Coffee. Also der meiste Tee, also der ganze Tee ist gesüßt mit Zucker. Der Tee, Und der Kaffee ist auch mit Milch und Sugar. Außer der, ich glaube außer der Bali Coffee, der ist ganz normal. And which one was without sugar? The Bali Coffee? And pure Chocolate. Pure Chocolate? Ah, okay. Und der Pure Chocolate ist auch rein. Das Milch drin, ne? Probieren wir das einfach mal. Ich fange jetzt einfach mal an mit, das ist jetzt der Bali Coffee. Schmeckt stark. Ja. Schmeckt nach starkem Kaffee so, ne? Ja, ist halt pur. Das ist jetzt pure. Das riecht nach Kakao. Das riecht einfach wie Kakao. Es ist ja auch Kakao. Das ist aber jetzt rein, ohne Zucker, ohne nichts, ne? Schmeckt aber. Weil man kennt es auch nur mit Zucker, ne? Das ist kein Nesquik. Ja, gut. Ich finde es ein bisschen komisch so. Gut. Also ich finde die Konsistenz ist wie den Kakao, den man kennt, aber der Geschmack ist, also ich glaube, der ist einfach, mein Geschmack ist verfälscht einfach. Ist auch ganz so dick. Ich glaube einfach, dass, ich glaube aber, dass mein Geschmack verfälscht ist durch dieses Nesquik-Zeug und was auch immer. Ne? Ja, stimmt.
Schmeckt wie so 90% Kakao, Schokolade, ja. Vanille? Ja, kann machen. Voll krass, also das ist alles, dieses Tasting ist komplett kostenlos, außer der Kack-Kaffee. Der kostet extra, weil er... Luma? 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 Yes. Luma Coffee. Luma? Luma. Luma. You can smell here. This one. This is a Luma? Yes. Ich probiere jetzt erstmal Vanille. So, and this is the barley coffee? Yes, you can smell. Oh, der ist lecker. Ja, warte, ich krieg voll die Reizüberflutung. Too much taste. Also Vanille schmeckt mir gut, aber ist natürlich jetzt auch schon wieder gesüßt, ne? Das ist jetzt Coconut. Schmeckt eigentlich wie Kaffee mit bisschen Kokosgeschmack. Auch süß? Ja, die sind jetzt alle süß. Oui. Coffee das with ist Coconut. Kakao-Kaffee. Not, sugar or how is it? With the sugar and milk powder. Schmeckt milk so powder. Nach powder, Kakao und Kaffee powder. Gemischt. So, dann Peanut Coffee. Wie schnell bist du? Ui. Also, der ist ganz so gut. Der ist nicht so krass süß. Ich finde, die schmecken alle richtig gut. Also, du könntest mir alles servieren und ich finde die alle lecker. Ja, weil du auf Zucker stehst. Die sind alle sehr süß. Ich stehe halt auf süße Sachen. Ginger Coffee. Ui. Bisschen scharf, ja. Nee, ist okay. Geht eigentlich. Ganz ja. Am Anfang ist man ein bisschen geschockt, so. Weil das man das riecht, nicht erwartet. Das riecht schon nach. Weil man erwartet das halt gerade gar nicht in dem Getränk. Oh. Ja. Ein bisschen spicy im Abgang, ne? Wir haben noch einen Kaffee. Wir haben. Giseng. Ah, Giseng? Ich weiß nicht, was ist Giseng? Das ist wie Ingwer ähnlich. Ja, yeah, aber tja. Oh, das schmeckt gut. So, wollen wir den teuren Kaffee? Also der kostet, der Kack-Kaffee kostet halt nochmal jetzt 50.000. Aber ich denke mal, das kann man mal gerne probieren. Soll ich? Willst du? Fang mich an. So, ich probiere jetzt den Kack-Kaffee. Also ich bin halt gar kein Kaffeetrinker, ich kenne mich gar nicht aus mit Kaffee, ich trinke nur Latte Macchiato, weil es mir einfach schmeckt und nicht, weil ich es brauche oder so, aber also ich würde sagen, wenn man mir jetzt einen billigen Kaffee hinstellt und den hier, der wird schon besser schmecken, aber ich würde jetzt nicht herausschmecken, dass das so ein richtig krass guter Kaffee ist, ich kenne mich halt da nicht so gut aus, also er schmeckt nicht schlecht, aber... So, Elle, dann ich probier mal, ne? Teste mal den Kack-Kaffee. Doch, das schmeckt gut. Ja? Mhm. Schmeckt gut? Mhm. Also, würdest du einen Unterschied merken? Also ich trinke ja sonst alles in Kaffee pur. Deswegen war wahrscheinlich Milch, manchmal hat man eh verfälscht. Das schmeckt gut, der ist so, eigentlich so, der ist schon Milch, ein bisschen, also so. Mhm. Ja, dann probieren wir noch den ganzen Tee, ne? Lemon Tea. Do you wanna put sugar in the coffee? Hm? In your coffee? Do you wanna put a little bit sugar? No? No sugar. Oh yeah. If you want, you can put Boah. It. Okay. But better without. Mangosteen Tee. Ja, ist auch lecker, aber Lemon ist noch bis jetzt das Beste. Schmeckt wie Eistee. Schmeckt wie Eistee, daran hat es mich erinnert. Weil es richtig süß ist. Voll lecker. Ah, Lemon Tea, okay. Jetzt kommt Lemongrass Tea. That's good, yeah? For the coffee, it's 1 year. Oh, das ist richtig süß. And I also like the cocoa. Das schmeckt wie Honig irgendwie. Das ist jetzt Lemongrass Tea. Schmeckt wie flüssiger Honig irgendwie. Oder? Hat doch irgendwie was mit Honig-Ähnlichkeit. Ja, irgendwie schon. Hibiskus. Ach, Hibiskus. Ja. Hibiskus. Mangosteen.
Ja, schmeckt nach Hibiskus-Tee. Ja, genau. Ginger-Tee. Haut rein. Ja, gute Schärfe. Ui. Es ist gut scharf. So, ich probiere noch den Turmeric. Das ist jetzt der letzte. Der ist so süß. Ich finde, das schmeckt wie der erste, wie der Lemongrass. Ich finde, das schmeckt wie Lemongrass irgendwie gefühlt. Das schmeckt recht ähnlich, finde ich. So ein bisschen sanfter noch. Aber Lemongrass ist besser, oder? Das war der Isa hier, ne? Ja. Also, wir haben jetzt hier den teuersten Kaffee der Welt getrunken. Der kostet hier 50.000, haben wir jetzt eine Tasse bekommen. Und natürlich gibt es noch einen Shop, ist ja klar. Die wollen ja irgendwie ihr Geld verdienen. Aber finde ich voll okay. Wir nehmen jetzt 2 von dem Katzenkacke-Kaffee mit. Hallo. Sprichst du auch mit mir? Ich hab dich doch gerade gehört. Hallo! Au! Krass, der spricht einfach, hat mich voll irritiert gerade. Ich kann es gar nicht glauben, dass das ein echter Vogel ist. Hallo! Ja, wir nehmen jetzt 2 von den Kaffee, von dem Katzenkaffee, Katzenkack-Kaffee mit. Kostet ungefähr 40 Euro für 200 Gramm. Also Negari Luwak Coffee, sehr zu empfehlen. Richtig, richtig cool. Wäre ich jetzt von alleine nie drauf gekommen, da hinzufahren. War halt die Idee vom Fahrer. Eine richtig, richtig gute Idee, Franzos. Ja, auch richtig gut. Also auf jeden Fall ein Besuch wert. Ich habe gerade noch mal geguckt, der Kaffee, der kostet auf Amazon, kostet 1 Kilo 500 Euro. Wir haben jetzt also 100 Gramm, dann halt 50 Euro und hier haben wir den jetzt für 20 Euro bekommen. Ungefähr waren das 100 Gramm. Ich glaube, wir haben 100 Gramm, haben wir 20 Euro bezahlt. Ist für Bali natürlich noch sehr teuer, aber ist schon cool. Also kann man auch, wollten den dann einfach mitnehmen, damit Leute den probieren können und halt auch hier ein bisschen, ne, die Leute unterstützen. Deswegen haben wir das gerne gekauft. Aber auf jeden Fall richtig zu empfehlen, richtig cool. Man kann es probieren. Genau, man kann halt auch noch probieren, bevor man den kauft. Kostet halt auch nochmal 50.000. Dann kriegst du halt eine Tasse und kannst das probieren. Und der Rest war halt for free. Aber ist klar, die wollen dich natürlich ein bisschen anteasern und damit man dann am Ende halt was kauft. Aber ist vollkommen okay. Ja, wir erreichen gleich auf jeden Fall unsere nächste Unterkunft. Die ist in Ubud. Und ich bin mal richtig gespannt. Wir haben ein bisschen mehr jetzt bezahlt. Ja, was heißt mehr? Wir haben bezahlt 100 Euro die Nacht ungefähr für 3 Nächte. Und ich bin mal richtig gespannt, wie das so wird. Wir sehen uns gleich. Bubi Car Golf Cart hat uns jetzt gerade abgeholt. Und fährt uns gerade zur Rezeption. Angekommen in der neuen Unterkunft. Ich mache mal noch eine kleine Roomtour. Hier ist der Eingangsbereich und dann geht's hier los. Privater Pool. Dann Sitzgelegenheiten. Kleiner Willkommensnack. Kühlschrank, Handtücher. Dann geht's hier rein, Fliegengitter. Bettchen, Schreibtisch, ganz wichtig zum Arbeiten, und das Badezimmer. Ist noch halb offen.
und die Toilette. Ganz wichtig. So, Video ist beendet, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gerne Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, alles Gute. Peace. Ciao. Ich habe mein Lemongrass verloren. Oh, that's okay. I lost my lemongrass.